Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, Reinkarnation, das ist ja so eines dieser Themen, wo sich dann die Geister scheiden, wie man so schön sagt. Für einige Religionen oder Philosophien, da steht die Reinkarnation, also die Wiedergeburt, vollkommen außer Frage. Andere sagen, Tod ist Tod und da kommt man auch nicht wieder, egal in welcher Form auch immer, es wird nicht passieren. Von daher ist Reinkarnation Unsinn. Es gibt so einige Fälle, wenn man die betrachtet und genauer nachprüft, dann kann man das eigentlich nur mit Reinkarnation erklären. Oder es gibt sonst irgendeinen Fakt, den wir vielleicht noch nicht kennen, der zu diesen Fällen geführt haben könnte. Wir schauen uns das jetzt einmal an und wenn ihr mögt, dann könnt ihr ja hinterher einmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Trotz aller Fortschritte der Wissenschaft gibt es einige Dinge, die für uns noch so ein bisschen im Nebel liegen. Und manche sagen, das ist doch ganz gut so, zum Beispiel bei dem Thema, was passiert, nachdem wir verstorben sind? Geht es da irgendwie weiter oder kommt da nichts mehr? Für die meisten Gläubigen der verschiedenen Religionen, da stellt sich diese Frage gar nicht erst, denn in ihren Büchern und Schriften, da wird sie bereits beantwortet. Aber unter diesen Religionen, da ist es eben auch so, dass es verschiedene Ansichten gibt, wie das Ganze nach unserem Ableben denn nun weitergeht. Und in einigen Religionen oder Lebensphilosophien, da gibt es eben den Glauben daran, dass man nach dem Tod eine Reinkarnation, also eine Wiedergeburt, erfährt. Wir befinden uns im Jahre 1958 in der Türkei und für die Aussprache der Namen und Orte, da entschuldige ich mich dann jetzt schon einmal. In der Nähe eines kleinen Dorfes namens Hatunköy, da lebte ein Mann namens Selim Fesli. So wie jeden Tag, da war er auch an diesem Tag, um den es jetzt hier geht, bei der Feldarbeit auf seinem Feld. Von diesen Feldarbeiten, da kehrte er in der Regel am frühen Nachmittag nach Hause zurück. Aber an diesem Tag kam er nicht wie gewohnt nach Hause. Die Familie, die machte sich zunächst keine Sorgen, vielleicht gab es etwas mehr zu tun. Als es dann allerdings langsam Abend wurde, da begann die Familie sich dann doch zu sorgen und gemeinsam gingen sie zum Feld, um nach Selim zu suchen. Und man fand ihn. Er lag zusammengekrümmt auf dem Boden. Offensichtlich hatte man mit einem Schrotgewehr auf ihn geschossen. Die meisten Verletzungen, die hatte er am Kopf davongetragen und auf der rechten Seite, da war sein Ohr so gut wie nicht mehr vorhanden. Das ist eine Sache, die noch wichtig wird. Selim lag im Sterben. Mit der letzten Kraft, die ihm noch zur Verfügung stand, da konnte er noch andeuten, dass jemand aus dem Dorf auf ihn geschossen habe, aber er schaffte es nicht mehr, den Namen zu nennen. Er verlor das Bewusstsein und man brachte ihn so schnell wie möglich in ein Krankenhaus, wo er nach 6 Tagen verstarb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Die Polizei, die leitete daraufhin Untersuchungen ein und sie befragte natürlich auch die Bewohner des Dorfes und dabei befragte sie auch einen Mann namens Isa Liberkli. Der Mann, der wirkte sehr nervös und das machte die Polizei misstrauisch und sie intensivierten die Befragung des Mannes, der dann daraufhin zugab, dass er während der Jagd versehentlich auf Selim Fesli geschossen habe. Er sei der Meinung gewesen, dass Selim Fesli tot sei und aus der Angst vor der Rache der Söhne des Mannes, da hätte er den Tatort verlassen. Er wurde verhaftet und es kam zu einer Verhandlung. Und die Polizei, die stellte fest, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt hat, obwohl insgesamt 6 Mal auf Fesli geschossen worden war. Dirbekli, der wurde daraufhin wegen fahrlässiger Tötung zu nur 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit schien diese Sache dann ihr Ende gefunden zu haben, aber diese Geschichte, die entwickelte sich zu etwas, das sogar die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern fand, die sich eigentlich mit solchen Dingen überhaupt gar nicht beschäftigen. Feselis Vater, der glaubte nie daran, dass sein Sohn Opfer eines Unfalls geworden war und er versuchte auf eigene Faust Beweise dafür zu finden, dass er kaltblütig ermordet wurde, aber es gelang ihm nicht. Einige Zeit später in Sarkonak, einem Nachbardorf von Hatunköy. Dort lebte eine hochschwangere Frau, die in der Hoffnung war, einen Sohn zu bekommen, den sie dann Semi nennen würde.
Eines Morgens da erwachte sie früh, denn sie hatte einen sehr beunruhigenden Traum gehabt. Ihr Mann, der war schon bei der Feldarbeit, und als dieser nach Hause kam, da erzählte sie ihm von diesem Traum. Ein Mann sei in das Zimmer gekommen, in dem sie schlief, und er hätte ein blutverschmiertes Gesicht gehabt und er hätte gesagt, dass sein Name Salim Faisley sei. Dem Mann hätte das rechte Ohr gefehlt und er hätte ihr erzählt, dass er erschossen worden sei und dass er beabsichtigen würde, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Diese Frau wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts von der Tat an Salim Faisley. Erst als sie abends ihrem Mann von ihrem Traum erzählte und diesen Namen erwähnte, da klärte er sie auf, was mit Salim Faisley passiert war. Und das beunruhigte beide dann sehr. Wir müssen in dieser Geschichte jetzt einen Sprung nach vorne machen. Zwischenzeitlich hat die Frau ihr Kind bekommen und es war tatsächlich ein Sohn, den sie dann Semi genannt hatte. Der Junge, der war soweit gesund, aber er hatte eine Missbildung. Sein rechtes Ohr war deformiert. Hier könnt ihr mal ein Bild des Jungen sehen, das dann aufgenommen wurde, als er schon etwas älter war. Als der Junge nach der Geburt dann aufwuchs und ins Kleinkindalter kam und sprechen konnte, da bestand er darauf, dass er nicht mehr Semi genannt wird, sondern dass man ihn Salim Faisley nennen sollte. Das sei sein wirklicher Name. Und je älter der Junge wurde, desto mehr schien er sich an etwas zu erinnern, nämlich an einen Tag, an dem er in einem vorherigen Leben ermordet worden sei. Seine Eltern, die machten sich große Sorgen um ihren Sohn, denn sie konnten das Ganze nicht so recht glauben, aber es gab ja den Traum dieser Mutter und in der Tat war es so, dass eben Salim Faisley damals auf dem Feld erschossen wurde. Irgendwann begann der Junge damit seiner Mutter zu erzählen, dass das Ganze eben kein Unfall gewesen sei, sondern dass es Absicht war und er könne das auch beweisen. Als er 4 Jahre alt war, da lief er einmal von zu Hause weg und sein Weg führte ihn nach Hatun Koi. In diesem Ort war er in seinem jungen Leben noch nie gewesen und den Weg dorthin, den kannte er dann auch nicht. Aber er marschierte schnurstracks auf diesen Ort zu und er ging geradewegs zu dem Haus der Familie von Salim Faisley. Und dort traf er auf die Witwe von Salim Faisley. Und er begann sofort zu erzählen, dass er Salim Faisley wiedergeboren sei. Und je mehr der Junge erzählte, desto mehr geriet die Frau in Aufregung und drohte fast ohnmächtig zu werden, als er damit begann, ihr Dinge aus ihrem gemeinsamen Leben zu erzählen, die nur sie und ihr Mann wissen konnten. Nach und nach kamen die anderen Kinder der Familie nach Hause und ohne, dass er zuvor vorgestellt worden war, sprach er sie sofort mit ihren Namen an. Die Kinder der Familie, die brachten den Jungen dann nach Hause und sie erzählten seiner Mutter, was vorgefallen war. Die Eltern von Semi, der also jetzt sagte, er wäre Salim Faisley, die waren außer sich. Sie verboten ihn, jemals wieder nach Hatun Koi zu gehen, aber Semi bzw. Salim Faisley, der hielt sich nicht daran. Immer wieder schlich er sich aus dem Haus und ging zu dieser Familie zurück. Diese Familie, die war mittlerweile davon überzeugt, dass er der wiedergeborene Salim Faisley war und sie behandelte ihn so, als wäre er ein Familienmitglied. Irgendwann erzählte der Junge dieser Familie dann, dass sein Tod kein Unfall war und dass er von diesem Isa de Berkeley wegen eines Streites erschossen wurde. Er erzählte, dass dieser Isa sehr wütend darüber war, dass Salims Esel in seinen Weinberg gegangen war und dort die Weintrauben gefressen hätte. Es wäre zu einem großen Streit gekommen. Und als er, Salim, in der Mittagssonne geschlafen hätte, da hätte sich Isa die Schrotflinte gegriffen und ihn dann erschossen. Und nun wolle er sich für diese Tat an Isa rächen. Isa, der Mann, der mit seiner Schrotflinte diese Tat begangen haben soll, der war mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen worden und war fahrender Händler und handelte zum Beispiel mit Schnapsflaschen und anderen Dingen für den Heimgebrauch. Der Junge, der begann nun damit, Isa zu verfolgen und er bewarf ihn mit Steinen und beschimpfte ihn als Mörder und verkündete, dass er, sobald er alt genug sei, sich an ihm rächen würde. Isa, der inzwischen natürlich auch die Gerüchte gehört hatte, dass der Junge sich an ihm rächen will, der bekam große Angst. Aber auch die Polizei wurde auf diese Sache aufmerksam und verhörte ihn erneut. Aber er stritt alle Vorwürfe ab
und blieb bei seiner Behauptung, dass das Ganze damals eben ein Unfall war. Und dass er sich überhaupt nicht erklären könnte, wie jemand den Unfug dieses kleinen Jungen glauben könnte. Dieser kleine Junge, Semi oder Salim Fesli, der wuchs heran und als er 18 Jahre alt war, da beschloss er, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen und sich an seinem Mörder zu rächen. Er plante verschiedene Dinge, wie er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen könnte. Aber die Familie von Salim Fesli, die hatte einen Freund und der bekam das Ganze mit. Und eines Tages da sagte er dem Jungen, er solle sich einmal zu ihm setzen. Und er erklärte dem Jungen, dass er natürlich wüsste, was er vorhabe und was er alles so plane. Aber bei allem, was er vorhabe, da solle er bedenken, dass er unter Umständen mit seiner Tat einen Zyklus in Gang setzt. Denn wenn er wiedergekommen sei, dann würde dieser Isa wahrscheinlich auch wiederkommen und sich seinerseits dann an ihn rächen. Und so könnte das Ganze immer weitergehen bis in alle Ewigkeit. Dieser Junge, der erzählte dann bei Befragungen, die später stattfanden, dass diese Überlegung ihn dazu gebracht hätte, dass sein Verlangen, sich zu rächen, dann so langsam abgeklungen wäre und er ein normales Leben hätte führen können. Dieser Fall, der wurde zunächst von einem Dr. Ian Stevenson, einem führenden Forscher der University of Virginia School of Medicine, erforscht. Später kamen dann noch einige Wissenschaftler hinzu, unter anderem dann aber auch jemand, den einige vielleicht von euch kennen. Sein Name ist Trozzardo. Das ist einer der führenden Regressionstherapeuten in Deutschland. Der hat später ein Buch herausgebracht, das war, wenn ich mich recht erinnere, im Jahre 2005. Und das Buch, das hatte dann den Namen Reinkarnation heute, Kinder, die schon einmal gelebt haben. Jedenfalls wurde dieser Fall von sehr vielen Wissenschaftlern untersucht und es ist in diesem Fall ja auch so, dass es alte Akten über diese Sache gibt, also auch über diese Geschichte, über diese Aussagen des Jungen und so weiter. Die sind damals von der Polizei aufgenommen worden, als er gerade einmal 4 Jahre alt war. Diese Dinge, die existierten ja. Man kann natürlich sagen, vielleicht hat dieser Junge ja irgendwann einmal, als er 2 oder 3 Jahre alt war, mitbekommen, wie seine Eltern sich über diesen Fall unterhalten haben. Aber man kann eben nicht erklären, wie dieser Junge nach Aussage der Familie von Salim Fesli all diese Dinge wusste, die eben nur die Mutter der Familie und Salim Fesli wissen konnten. Das Ganze wird ja zum Beispiel in dieser Studie von diesem Dr. Ian Stevenson dann auch mal sehr genau beschrieben, was er alles wusste und was er so gesagt hat. Das kann man alles gar nicht erklären, es sei denn, es würde Reinkarnation geben. Es ist unmöglich gewesen, diese Sache in irgendeiner Form als Hoax oder Lüge irgendwie zu überführen. Das Ganze hatte wirklich Hand und Fuß. Es gab, wie gesagt, diese alten Unterlagen der Polizei zum Beispiel. Es gibt aber viele, die sagen, es gibt keine Reinkarnation. Und da ist die Frage, was könnte es sonst gewesen sein? Es muss ja eine Erklärung geben, die man anstatt Reinkarnation dann verwenden kann. Nur, was könnte es sein? Wenn ihr mögt, dann schreibt doch mal etwas dazu in die Kommentare. Das Problem bei dieser Art von Berichten ist, dass viele nicht wirklich belegt werden können. Es sind Erzählungen, die im Umlauf sind über gewisse Personen, aber wenn man das Ganze dann nachprüfen will, gibt es eben keine weiterführenden Belege dafür. Leider gibt es aber auch diese Fälle, wo sich das Ganze dann eben als Lüge herausstellte. Besonders so aus dem Raum Indien, da gibt es sehr viele Berichte über Reinkarnationen, die sich dann leider sehr oft als Lüge herausstellten. Nicht immer, wohlgemerkt, aber eben sehr oft. Das führt natürlich dann dazu, dass viele über dieses Thema Reinkarnation so ein bisschen die Nase rümpfen. Aber es gibt eben auch Fälle wie die von Salim Fesli, da gibt es dann Erklärungsnot, weil diese Dinge eben relativ gut belegt sind. So zum Beispiel auch der Fall eines kleinen Jungen, der sich an den Golanhöhen ereignete. Dieser Fall, der wurde von einem israelischen Doktor namens Eli Lasch sehr eingehend untersucht. Mittlerweile hat dieser Doktor eine bemerkenswerte Wandlung gemacht. Er war Historiker und Mediziner und nach zahlreichen Untersuchungen im Bereich dieser Mythen und Mysterien und merkwürdigen Ereignisse, da hat er sich diesem Thema mittlerweile sozusagen ganz verschrieben.
Und auch der deutsche Regressionsforscher Hardo, der war an den Untersuchungen wieder beteiligt. Der dreijährige Junge, der gehörte der ethnischen Gruppe der Drusen an und er kam mit einem langen roten Muttermal auf der Stirn zur Welt. Als er alt genug war und ausreichend sprechen konnte, da saß er eines Abends mit seiner Familie beim Abendessen. In aller Ruhe erklärte er dann, dass dieses Mal, das er am Kopf tragen würde, von einem Axthieb stammen würde. Dann erklärte er seinen Eltern, wo er früher gelebt habe und beschrieb die Umgebung sehr detailliert und auch das Haus, in dem er gewohnt hatte. Durch diese Beschreibung waren die neugierigen Eltern dann in der Lage, dieses Haus auch zu finden. Dieses Haus stand schon länger leer und es war wirklich renovierungsbedürftig. Die Nachbarn, die erklärten, dass dort einmal ein Mann gewohnt habe, der allerdings irgendwann spurlos verschwunden sei. Der Junge, der jetzt vorgab, dieser Mann gewesen zu sein, der erklärte ihnen, dass er nicht verschwunden sei, sondern dass er ermordet wurde. Und er könne sogar den Täter benennen. Und er nannte dann auch den Namen des Mannes, der ihn ums Leben gebracht haben soll. Dieser leugnete die Tat und er erklärte den Jungen für verrückt und fragte, was dieses ganze Schauspiel eigentlich sollte. Es wurde die Polizei hinzugerufen, die den Mann dann auch nochmal eingehend befragte, wobei er laut dem Bericht sehr häufig die Gesichtsfarbe wechselte. Aber die Befragung des Täters, die brachte nichts und dann sagte der Junge, dass er die Polizei einfach dahin bringen würde, wo man die Leiche finden könnte, also seine aus dem vorherigen Leben. Der Junge, der brachte die Polizei dann zu einem abgelegenen Ort und an einer bestimmten Stelle forderte er die Polizei auf, dort zu graben. Und man fand dort eben auch Überreste, menschliche Überreste. Und darunter war auch ein Schädel und der hatte einen großen Spalt in der Stirn. Genau an der Stelle, an der der Junge dieses auffällige Muttermal hatte. Der Junge führte die Polizei sogar zu dem Ort an, dem der Täter die Mordwaffe entsorgt hatte. Die Polizei konfrontierte den mutmaßlichen Täter noch einmal mit all diesen Dingen, woraufhin dieser dann zusammenbrach und diese ganze Tat eben zugab. Ja, wie will man das erklären? Liebe Mythengemeinde, ich sage es, wie es ist. Ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Berichte alle stimmen, aber das Problem damit ist eben, dass sie außerordentlich gut belegt zu sein scheinen und dass eben dort auch Wissenschaftler ihre Untersuchungen gemacht haben. Und die sind eben mit dem Ergebnis nach Hause gefahren, dass sie da keine Lüge oder erfundene Geschichte in irgendeiner Form nachweisen konnten, sondern dass es eher sogar Belege dafür gibt, dass diese Geschichte stimmt. Wie also kann man sich all das erklären, wenn man davon ausgeht, dass Reinkarnation nicht existiert? Woher kennt dieser Salem Faisley, also dieser Junge, diese Geschichten, die nur die Mutter der Familie und Salem Faisley wissen konnten? Woher wusste der Junge hier in dieser zweiten Geschichte, wo man die sterblichen Überreste findet, die er früher einmal gewesen sein soll? Ja, merkwürdige Sache. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja einmal was dazu in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.